Ich weiß, nach unten buddeln ist immer nicht so das Intelligenteste. Aber das hat Juna eh noch nie interessiert. Als ob Juna sich überhaupt für irgendwas interessiert. Oh, ich dachte gerade, ich falle in die Tiefe. So, Fackeln. Leitern. Ich glaube, wir sind gleich out von Leitern. Naja, noch ein paar haben wir. Ein bisschen können wir noch. Ein bisschen. Oh, ich mag das irgendwie so. So diese Nervenkitzel. Gleich könntest du nach unten klatschen und tot und... Wir kämen auch nicht an unsere Items so mal so erwähnt, so. Aber ich finde das halt ganz interessant und dann findet man manchmal auch schon Sachen und... Ich mag das irgendwie, mich quer nach unten buddeln. Krieg dann immer Leute auf, wenn ich auf dem Server bin. Wenn mein Bruder oder so, wenn er einen Server mal aufmacht, weil er Lust hat irgendwie. Wir spielen dann da zu fünft oder zu sechs mit ein paar Leuten und dann... Wo ist Juna unter der Erde? Was macht sie da? Keine Ahnung. Dann bin ich jetzt mal verschollen. Ich bin dann auch stundenlang unter der Erde, macht da so und baue meine Gänge. Alle verlaufen sich, weil sie dann gucken wollen, was macht sie denn da unten. Und ja, alle verlaufen sich, nur Juna nicht. Ich meine, ich habe in meinen eigenen Tunneln eigentlich recht gute Orientierung. Nur nicht in Fremden. Hier ist schon wieder Kohle, ey. Nö, und so baue ich mich dann halt nach unten und quer durch die Map und... Klar, wenn man dann so einen eigenen Server sich da aufmacht, auf seinem Rechner, und dann fängt mein Bruder dann schon immer an, hör auf, noch einen Schrank und noch einen Schrank und hör auf. Ich finde doch, der Rechner stürzt mir noch ab, weil die Karte zu groß wird. Ich meine, er hat einen guten Rechner, aber gut. Ich finde es lustig. Nö, nö, Juna geht dann immer buddeln. Ich sage immer, hier baut und ich hole euch die Rohstoffe nach oben. So, ich weiß, für euch ist das langweilig, wenn Juna hier unten im Steinskrams buddeln geht. Aber wenn man dann was Wertvolles findet, dann sind sie alle wieder glücklich. Dann hören sie auf zu mosern, ne? Oder was Tolles findet. Fackel. Und dann liebe ich es mich aber auch irgendwo wieder hochzubuddeln. Also ich baue dann unten so rum. Gucke hier, gucke da und dann irgendwann buddel ich mir aber auch wieder nach oben und gucke, wo ich rauskomme. Und man denkt dann immer, boah, das ist so weit und so viel gebuddelt und im Endeffekt hast du es aber nicht. Also kommst dann hoch und du bist dann gerade mal 5 Meter weiter weg von dem Häuschen oder so. Ist schon ganz krass dann. Und die nächste Runde hat begonnen. Juhu, unten bei den Nachbarn. Ja, wir können Trinkspiele drauf machen. Ich weiß nicht, mich stört es nicht, wenn die Nachbarn laut Musik hören oder so. Damit komme ich ja ganz gut klar. Oh. Da hat die Axt sich verabschiedet. Juhu. Sie haben wahrscheinlich nur noch die... Egal, komm. Ist ja nicht so, dass wir kaum Eisen... Oh, Eisen nennen. Nee, warte mal. Orientierung verloren. Doch, richtig. Höhlen, wo seid ihr? Ich weiß, dass ihr hier seid. Oh, das war eine Tür. Die machen mich seelisch fertig. Ich hoffe, man hört das nicht auf dem Mikro. Vielleicht soll ich doch mal die Polizei holen. Ja, das gehört hier nicht in den Let's Play. Nein, wir konzentrieren uns auf das, was wir hier gerade tun. Was tun wir eigentlich? Ah ja, Juna beim Buddeln zu gucken. Ja, Leute, was wollte ich denn erzählen? Ja. Im Moment gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Naja, EM ist halt, ne? Die Leute wollen irgendwie alle Fußball gucken. Sind ein bisschen langweilig, die Leute jetzt im Moment. Oh, hast du geguckt, Fußball? Nein. Hätte ich. Ja, aber Deutschland hat doch gespielt. Hat es? Ja. Kann schon sein, dass Deutschland gespielt hat. Wie viel denn? Wie viel haben sie denn verloren? Obwohl ich da den Holländern ganz ehrlich gegönnt hätte, denen mal so einen kleinen Erfolg. Aber ich glaube, die sind so gut wie raus, ne? Deutschland ist, denke ich mal, so gut wie weiter. Jetzt fieber ich eigentlich nur noch für Polen. Weiter, weil ich bin gebürtige Polin. Nein, ich bin nicht gebürtige Polin. Meine Großeltern sind gebürtige Polin. In Polen. Meine Großeltern, ja, jetzt habe ich es.
Deswegen, da muss so ein bisschen, ne, Heimatgefühl und so. Warte mal, lass mich mal die, na, ja, das. Hallo. Ein bisschen Kies kann ja nicht schaden, aber ich glaube, Polen ist auch so weit, so gut wie draußen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß auch nicht, gegen wen die spielen jetzt nicht die Tage auch nochmal. Also Deutschland spielt ja Sonntag. Polen weiß ich nicht, heute oder so. Hallo. Kies. Kies ist gut, dass wir ein Kiesvorkommen haben. Ich meine, Kies braucht man ja immer mal wieder. Besonders ich mache damit meine Wege und meine Dinger. Und ihr könntet mal so ein paar genau droppen. Na gut, dann gehe ich mal wieder nach oben. Oben dürfte mal wieder Ozopf sein. Wir wollen ja die eine Höhle weiter erkunden. Und dann gucken wir hier später mal weiter. Ist ja nicht so, dass es uns wegläuft. Wir haben jetzt halt in Minecraft hier ein paar Monster bieten. Und wie gesagt, wenn wir ein bisschen weiter sind, können wir ja auch mal auf hart spielen. Aber jetzt finde ich das noch ein bisschen unfair. Ich hoffe, mir fällt jetzt nichts auf den Kopf. Ich komme. Wir haben Kohle wieder gefunden. Kohle und Mast. Naja, Fußball halt im Moment, ne? Oh, es regnet noch. Scheiße, ich wollte eigentlich in die Höhle. Ich wollte eigentlich, dass es aufhört. Hallo? Zu regnen. Oh, nee, scheiße. Ich möchte dahin. Danke. Und Holz wäre noch ganz nice. Toll, drei Feuersteine. Da hat man so viel Dings geklatscht und hat nur drei Feuersteine. Das ist doch... Aber Dings haben wir wieder ganz viel. Pflastersteine können wir demnächst wahrscheinlich brauchen. Mit Sand können wir Gas machen. Gas, Glas, Gieß, Kies. Oh. Feuerstein packe ich jetzt mal da rein. Eisenbarren. Eisenbarren? Ach ja, hier sind noch mehr Eisenbarren, ne? Können wir uns daraus irgendwie Schutzsachen machen? Auch wenn sich das für Juna nicht rentiert. Irgendwo Hose. Und, Helm? Oder Hemd vielleicht? Hemd so. Ach, nur zwei. Nein. Mein Eisenvorrat. Speichern und weiter. So. Und so ein bisschen Schutz, ne? Guck mal, das Style. Style, Stil. Warum habe ich unter dem Bett noch ein Loch? Warum haben wir da ein Loch? Warum? Frage ich dich. Genau dich, der da jetzt zuguckt. Warum habe ich da ein Loch? Da? Hä? Oh, dreh. Hä, war da nicht hä? Egal. Ist das Loch jetzt zu? Nein. Doch. Das Bett sieht von unten so aus wie das da, oder was? Aua. Aber es regnet immer noch. Ich wollte eigentlich nicht im Regen losmarschieren, dann bin ich ja gleich tot. Was mache ich denn jetzt? Ist ja nicht so lustig, ne? Ach, wir haben noch eine Schaufel hier. Warum sagt mir das denn hier keiner, ne? Oh, alle Egoisten. Meine Maus springt jetzt mal unten wieder nach unten. Speichern, bevor du mir abschmierst. Holzi. Zaun, Erde, Pflaster. Ich sag, wir müssen unbedingt Ordnung schaffen, bevor das hier nämlich ausartet. So. Und doch das Holz rein, Holz nehmen. Ja, da könnte ich eigentlich auch mal was wegpacken. So. Ja. Hier wollte Spitzhacken machen, damit ich nicht weiter die Silber nehme, falls ich nämlich was finde, was wir gebrauchen könnten. Haben wir nämlich keine. So. Es könnte mal aufhören zu regnen. Na gut, dann gehen wir wieder nach unten. Tut mir leid, Leute. Ich sag's dir, wir sind dann fast unten und dann... Ich hab ein Messer. Ich hab ein Messer. Schwert. Ich werde es auch benutzen. Falls irgendwo einer rumhängt, aber ich denke mal nicht. So. Also meistens habe ich Glück, dass in meinem eigenen Tunnel nicht viel abhängt. Meistens. Nicht immer. Ja, was kann man denn noch so erzählen? Naja,
passiert im Moment nicht viel. Wie gesagt, naja, Guild Wars habe ich halt durchgesuchtet. Hatte ich schon in einem anderen Projekt erwähnt. Ja, ich Süchtling, ich wollte das eigentlich auch noch so ein bisschen anspielen. Und ja, daraus ist dann leider mehr geworden. Ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Ja, wenn man jetzt die Figuren, so wie es ja das heißt, ne, dass man die Figuren dann angeblich, wenn das Spiel rauskommt, dass die Beta-Figuren nicht mehr da wären, ja, alle Arbeit umsonst, ne? Oder well, Maus. Ja. Wäre dann zwar schon uncool, aber naja, ist dann halt so. Schade vielleicht auch nicht, weil so ein paar Sachen könnte man nochmal umskillen. Zumindest diese Slot-Fähigkeiten, ich weiß ja nicht. Da habe ich jetzt noch keinen Lehrer gefunden, wo man das löschen kann. Dieses andere, was man ab Level 11, glaube ich, oder Level 10 freischaltet. Dafür kannst du ja beim Lehrer normal löschen, wo du auch diese Büchlein dafür kaufst. Aber die anderen Dinger da habe ich jetzt noch nicht gefunden, ob man die auch irgendwie nochmal neu machen könnte. Slot-Fähigkeiten. Was jetzt bei meiner Figur zum Beispiel geil wäre, weil das ist eh alles nur Schrott. Also der Waldläufer hat da ja Arschkarte irgendwie. Muss man ja mal irgendwie so sagen. Also ich finde die Gold. Kann man Gold mit Stein abbauen? Nee, ne? Nur mit Eisen, oder? Weiß das jemand? Ich, ja.